Wir leben in einer Zeit, in der sich unsere Zukunft jeden Tag verschiebt. Daher scheint es mir relevant und wichtig, dass wir als ESSIA eine Strategie erarbeitet haben und diese auch in schriftlicher Form vorliegt. Für den Verein, die Mitglieder und Nichtmitglieder beinhaltet sie eine Zielrichtung, an welcher wir uns ausrichten, mit welcher wir kommunizieren und adaptiv handeln können. Es mag simpel klingen, gemeinsam wirkungsvoll für einen nachhaltig gestalteten Lebensraum. Für mich heißt es, mir eine Zukunft vorstellen zu können, die unterschiedliche Baupläne erlaubt und dort gemacht wird, wo wir sind, in der Gegenwart. Die Frage, welche den Fachrat Digitale Transformation als strategisches Gremium des ESSIA am stärksten beschäftigt, lautet: Wie lässt sich der Wandel in Worte und Taten fassen, ohne diese durch den Begriff digitale Transformation zu blockieren? Unser Ansatz heißt kleine Schritte machen. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und mussten uns letztlich fokussieren. Und dies ist uns gelungen. Mit der Gründung der Zentralkommission für Informationsmanagement haben wir geholfen, ein Bindeglied zwischen großen strategischen Ausrichtungen und operativen Handeln zu schaffen. Mit dem Beitritt des ESSIAs als erster Planerverband in das Netzwerk Building Smart International schaffen wir ein weiteres Bindeglied zwischen Standardisierung, Normierung und der notwendigen Maschinenlesbarkeit als Basis für jede Prozessautomation. 2023 werden wir unserem Ansatz der kleinen Schritte treu bleiben und vor allem an der Resilienz unserer Systeme arbeiten. Also an der Fähigkeit, mit Veränderungen konstruktiv umgehen zu können. Fachkräftemangel, endliche Ressourcen, veränderte Arbeitswelten. Wir sind zum Umdenken aufgefordert und dazu braucht es verlässliche, robuste Daten hinter den Informationen. Eine digitale Baubewilligung wird mehr sein als die Möglichkeit, ein Projekt als PDF einzureichen. Der ESSIA verfügt über herausragende Informationen und den dazugehörenden Daten. Somit sind wir gut gerüstet, um mit neuen Anforderungen umgehen zu können. Seien dies Daten für Benchmarks, wie zum Beispiel im Kontext der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN oder der Baukultur. Oder seien dies Daten zu veränderten Arbeitsumgebungen und deren Wirkung, zum Beispiel zur Mobilität oder zu unseren Lebensräumen. Ich wünsche mir für den ESSIA eine gesunde Resilienz, das heißt ein bewusstes Umarmen der Unsicherheit, denn die Zukunft wird nie so eintreten, wie wir sie uns heute vorstellen.